So, was kommt denn da alles an? Werden schon Erze abgebaut? Eigentlich schon, ja. Hier ist nichts angekommen. Warte, ich schau gleich mal nach. Oder werden die noch intern gespeichert? Die können intern gespeichert werden, aber eigentlich sollten sie nach hinten ausgegeben werden. Vielleicht backt das noch rum mit den Tesserakten. Ich bringe nochmal kurz Könnte gut möglich sein. eine Truhe mit. Hast du noch Translocator da? Nee. Ich habe alle aufgebraucht. Dann mach ich mal schnell zwei neue. Item Translocator. So. Ein Pisten. Ja komm, mach ich einfach die gerade kaputt. Obwohl ich aber gerade. Nee. Also es wird eigentlich nach hinten ausgegeben. Bei mir wurde auf jeden Fall nichts angezeigt, dass es angekommen ist. Also die Truhen waren leer. Send only. Vielleicht kann man dahinter dran wirklich keinen Tesserakt setzen. Ach naja, innen drin sind sie nicht, im internen Speicher. Unglaublich, wie verpeilt ich heute bin. Das ist echt unglaublich. Muss ich doch meine Mama kaputt machen. So. So. Irgendwas stimmt mit dem Miner nicht. Die jetzt werden aber auch abgebaut, ne? Mal kurz. Start die nochmal neu. Weil der zieht keine Items von oben nach. Christian? Ja. Weißt du, was wir brauchen? Was? Eine Enderperle. Für? Die Translocator. Ach so, ja. Ich schau mal, ob schnell eine Enderlady fertig geworden ist. Ah, ne. Ne. Wollen wir es dann schnell mit dem Item Duck machen und dann später ausbessern? Werf mal unten. Also, der Tesseract funktioniert. Also, da werden die Items weggenommen. Ich habe auch gerade mal ein komplettes Stack. Netherrack gesendet. Na, hier kommt nichts an. Ich komme nur gerade rüber. Schaust dir auch an. Auch die Items im Miner, also das Netherrack wird oben nicht nachgezogen, was mich total wundert. Oder kann man den nicht überhalb des Nethers? Das Bedrocks aufbauen. Ob das ich daran liegt. Weiß schon eigentlich. Er baut aber ab. Ja. Machen wir das Eject off. Auto Eject. Habe ich. Sollten eigentlich die Items innen drin landen. Tun sie auch. Christian? Ja. Du hattest die Items noch auf für Thief. Also da hat die gesendet und auch wieder hier empfangen. Ja, habe ich gerade umgestellt. Ich habe es auch daheim so gemacht. Nein, nein, nur hier Send und drüben Receive. Ja, aber auch da ging es dann nicht. Warte, ich stell's wieder auf Send um. Auf Receive. Ich mach's dann wirklich mal so, wie ich das gerade eben
Ah, nein. Ah, scheiße. Kannst du vielleicht mal ein Servo mitbringen, ein Pneumatik? Jetzt steht er auf Receive. Und nichts kommt an. Ja, ich habe das ja gerade nochmal umgestellt. Da habe ich nochmal ein Plateau hinten dran gesetzt und dann, Warte mal, jetzt steht Owner Crazy 252 da. Oder Ja, daran stimmt liegt? auch. Stimmt doch, oder? Drüben ist es anscheinend 40. Das ist jetzt suboptimal. Warte mal, mach mal gerade. Mach dann nur mal kaputt. Also wirklich mit der Spitzhacke. Gib mir mal. Immer noch Crazy 252 als Owner. Ja, warte, ich mache jetzt erstmal den Pneumatic Servo. Wo habe ich das Glas jetzt wieder angetan? Da sind das schon da. Ist jetzt ein bisschen suboptimal. Ja. So. Ich installiere jetzt mal hier hinten ein Servo. Ja, die Items sind da drin gelandet. Wenn du jetzt mal reinguckst, die sind alle hier im. Ja, weil es die Checked-Off ist. Ja. Jetzt warte mal. Jetzt sag mir bitte nicht, das klappt nicht, weil wir zwei verschiedene Owner sind. Na, wie stellt man einen Owner um? Gute Frage. Ich würde sagen, wir unterbrechen mal kurz die Aufnahme und schauen mal. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich einmal rausgeflogen bin. Jo, ich bin mal. Brech mal kurz die Aufnahme ab und wir erkundigen uns mal. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir haben die Schnauze voll. Und ich bin natürlich noch in Facebook on. Läuft, würde ich sagen. So, erstmal schließen. Also. Wir haben keine Ahnung, wie wir es gemacht haben. Wir haben mit Adlers jetzt rumexperimentiert. Darüber hat es geklappt. Jetzt wollte er hier nochmal versuchen, über die Tesseract. Auf einmal funktioniert es. Wir haben es genauso aufgebaut wie vorher. Wir könnten gerade richtig kotzen. Ich habe halt magische Hände. Das ist aber ein bisschen mehr Feuer als sonst, ne? Ja, da war ein Ghast. Ah. Warum auch immer. Okay, ich frage einfach mal nicht. So, entschuldige jetzt aber mal bitte, wenn unsere Motivation ein bisschen runtergegangen ist. Ich will nicht wissen, wie lange wir daran gearbeitet haben, um das Problem zu lösen. So, schauen wir mal, was ankommt. Ah, das ist nicht schlecht. Kommt auf jeden Fall was an. Ja. Nikolait hatten wir noch gar nicht gehabt. Warte mal, Nikolaid? War das nicht hier ein Erz von Project Red? Oder was das? Oder Red Power oder was auch immer? Keine Ahnung.
Boah, weißt du, ich finde diese Rezepte von Greg Tech manchmal echt schon richtig geil. Ja, okay, aus einem Eisenbahn und vier Blue Nikolait kriegst du ein Nullerleu-Ingot. Aus zwei davon kriegst du eine Platte. Aber wofür brauchst du die Platte? Richtig, du kannst eigentlich schmelzen, um wieder einen Barren zu bekommen. Ich könnte gerade richtig, ne? Weißt du, wir haben einen Adit. Oh. Weißt du, wir haben fast vier. Wir haben fast dreieinhalb, sechs aus mir um wieder. Ah. So. Es geht wieder einigermaßen runter, zum Glück. Ja, war ja ausgeschaltet. Ich würde sagen, damit wir heute mal ein bisschen was Produktiveres machen, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal weiter mit Quacktech und so weiter an. Aber wir machen erstmal den Rock Crusher. Eine schön große Maschine. Ja, Quacktech ist aber eine Wellcraft-Maschine. Das könnte ich eigentlich gerade alleine machen. Kannst du vier Pistons machen? Rock Crusher Piston. Warte. Ja, klar, kann ich machen. Warte, das sind ein paar mehr Pistons. Das müssten dann 12 Pistons sein. Klar, okay. Dann mache ich nochmal ein paar Stahlblöcke. Geht das so? Natürlich nicht, weil Greg Tech Arsch. 9. 9. Wie können wir jetzt. Das war ein Kompressor, ne? Für die Platten. Die Blöcke, ja. Gut. Wer sich wundert, warum es jetzt hier so leise ist. Ich habe den Soundmuffler wieder angesetzt. Ich hatte keinen Bock auf Lärm. Ja. Richtig schön, wie die Motivation wieder gesunken ist, ne? Ja. Nur durch sowas Kleines. Das ist unglaublich. Ich will dafür hoffen, dass hier die Ausbeutung ein bisschen größer wird. Ja, wenn wir jetzt schon sehen, was wir alles haben. Ja. Also ich will nicht viel. Ich will wirklich noch so ein bisschen Kobalt, Gneiser, Quarz und Glowstone. Mehr reicht. Das war's eigentlich schon. Mehr will ich nicht. Also was dann nach noch kommt, schön und gut haben wir. Was? Yep. Also. Wie wär's mit Dias? Ja, Dias sind. Ich meine, haben wir immer noch genug, aber. Was man hat, hat man. Ein Kobalt? Nee, das hatte ich im Inventar. Ach so. Hast du gefunden unterwegs, oder was? Hatte ich auch schon die ganze Zeit im Inventar.